Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Baldur's Gate-Freunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Warum ist Talisa nicht ganz geheilt? Gute Frage. Ihr fehlen wirklich 5 Lebenspunkte und ich habe ihr doch nichts an- oder abgezogen. Naja, gut. Ja. In der letzten Aufnahmesession sind wir kurzzeitig Keldon losgeworden. Da der sich mit seiner Familie versöhnen muss. Und wir haben beschlossen, in dem Tag, bis er fertig mit der Versöhnung ist, werden wir schon mal die Festung der Deanrisses auskundschaften. Wenn wir sicher gehen können, mit was wir es da zu tun haben, können wir zurückkehren und Keldon abholen. Das dürfte so den Tag dauern, den Keldon, den wir Keldon gegeben haben. Das sind auf jeden Fall Leute. Ja, das mit dem Mazteca, das kennen wir schon. Das ist so das Einzige, worum es hier geht zurzeit. Was ist mit dir, Flidian? Was willst du? Oh, hallo, kann ich euch helfen? Eigentlich, vielleicht könntet ihr mir helfen. Euch helfen? Wer seid ihr und was meint ihr damit? Ich bin ein Bote, den der Hohenhändler von Handelstreff geschickt hat. Ihr sollt jemanden finden, der unserer Stadt hilft. Ihr seht wie Abenteurer aus. Ihr könnt genau die Hilfe sein, die wir brauchen. Wer ist der Hohenhändler? Das ist Fürst Logan Kopriff, Bürgermeister und Hohenhändler von Handelstreff. Er ist bereit, jedem eine beachtliche Belohnung zu zahlen, der Handelstreff aus seiner Zwangslage befreit. Was ist euch das wert? Was für Schwierigkeiten habt ihr denn? Die Stadt wird von Tieren des Waldes angegriffen. Der Hohenhändler glaubt, dass Druiden dafür verantwortlich sind, aber wir haben nicht genug Leute, sie aufzuspüren und aufzuhalten. Warum sollten Druiden Handelstreff angreifen? Ich habe noch nie so etwas gehört. Schattendruiden vielleicht? Niemand weiß, warum wir angegriffen werden. Wir haben das wahrlich nicht verdient. Wir sind noch nicht einmal sicher, ob wirklich die Druiden dahinter stecken. Sie haben vorher nie etwas Ähnliches getan. Druiden würden eine Stadt immer so einen Grund angreifen. Das ist eine äußerst extreme Reaktion, Talisa. Wir sollten die Angelegenheit auf jeden Fall näher untersuchen. Die Bewohner der Stadt werden bereits wütend und Fürst Logan möchte die Angelegenheit bereinigen, ehe noch Schlimmeres passiert. Wo liegt Handelstreff? Hier, ich kann das auf eurer Karte zeigen. Denkt ihr, dass ihr helfen könnt? Ja, ich denke, es geht. Ich habe in der Vergangenheit gelernt, mit solchen Dingen umzugehen. Ja, wir hatten schon mit Schattendruiden und Druiden zu tun. Aber sowas Pikantes hatten wir jetzt noch nicht, dass sie eine Stadt angegriffen haben. Wunderbar, ich würde Fürst Logan benachrichtigen, dass er euch erwarten kann. Danke für eure Hilfe. Das darf nicht sein. Ich würde mir eher die Augen ausreißen, als unschuldige Tiere abzuschlachten. Gut, vielleicht nur ein Auge, aber glaubt nicht, ich wäre deswegen weniger entsetzt. Wir versuchen das auch zu vermeiden, Minsk. Du kannst die Tiere ja vielleicht beruhigen. So, wer bist du? Ein Bürgerlicher. Wenn ich endlich in der Armee bin, werde ich vielleicht nach Mazteca segeln und die dortigen Kolonialstreitkräfte beitreten. Das wäre wirklich wundervoll. Hier ist der gekrümmte Kranich, in den wir aber erstmal noch nicht rein wollen. Und hier scheint was los zu sein am Stadttor. Sagt, was ihr von mir wollt. Haltet ein, Ankömmling. Was hat die in Katla zu tun? Ich bin ein einfacher Kaufmann. Ich handle mit Gewürzen und Seidenstoffen. Gewürze? Stimmt das auch? Steht still und verhaltet euch ruhig, während ich euch durchsuche. Also dafür gibt es keinen Grund. Ich denke, es stimmt. Hier ist das eines eurer Gewürze? Warum? Ja doch, wenn sie euch verdächtig vorkämen, würde etwas Gold und ein Musterexemplar eure Ansicht ändern? Etwas Gold, sagt ihr? Ich weiß nicht. Ich denke, ihr werdet feststellen, dass meine Gewürze das Geld wert sind. Es ist besonders schwierig, Lotusblüten von solch dunkler Färbung zu erwerben. Fast schwarz. Ja, Lotusblüten. Schwarze Lotusblüten. Klingt wie Drogen und ich glaube, es gibt sogar sowas in der Richtung. In der Realität.
Also, ich habe schon mal davon gehört, dass man getrocknete Hortensien kiffen kann. ja. Gut. Abgemacht. Dann macht euch auf den Weg. Danke sehr, werter Herr. Halt. Ihr könnt kein Gespräch anfangen. Benno scheint beschäftigt zu sein. Ja, und weg ist er. Seid gegrüßt und wisst, dass ihr euch an der äußersten Grenze des bewachten Cutler befindet. Innerhalb der Stadt leistet ihr dem Gesetz Folge, das euch schützt. Das aber nicht außerhalb gilt. Also ja, außerhalb keine verhüllten Magier, die uns böse machen. Was muss ich fürchten, wenn ich mich außerhalb der Stadt aufhalte? Dort gibt es viele Gefahren, doch wenn man wachsam ist, dürfte man ziemlich sicher sein. Wilde Tiere sind immer ein Grund zur Sorge. Es gibt auch gelegentliche Überfälle durch Banditen oder einen Trupp verwahrloster Typen aus dem Sizilianischen Reich. Es gibt ein Hauptgefecht mit ihnen, aber das findet weit im Süden statt und wird uns nicht erreichen. Wollt ihr noch etwas? Ich muss auf meinen Posten zurück. Darf ich fragen, was ihr mit Schwarzem Lotus macht? Ich muss das wohl überhört haben. Kümmert euch um eure Angelegenheiten, geht weiter. Stört mich nicht bei der Ausübung meiner Pflichten. Ja, bin ich vollkommen sicher innerhalb der Stadt bauen? Innerhalb der Grenzen des Gesetzes ja. Adkatla ist eine sichere Stadt, die vor den größten Übergriffen und magischen Abweichern freigehalten wird. Wolltet ihr noch etwas? Ich muss auf meinen Posten zurück. Nein, danke. Haltet das Tor frei, geht weiter. Gut. Das heißt, jetzt in Richtung Festung. Reisetower 8 Stunden. Das heißt, 8 hin, 8 zurück sind schon mal 16. Also brauchen wir doch mal 8, wenn nichts dazwischen kommt. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch! Außer, dass uns Feinde auflauern. Achtung, Jungs, Eindringlinge. Tötet sie alle, denn ihr wisst ja, keine Zeugen. Ja? Wie kann ich helfen? Ja. Hass brauchen wir gegen die nicht. So. Du siehst wie ein garstiger Magier aus. Genau das. Lasst mich bitte helfen. Was kann ich tun? Das hat schon ein bisschen wehgetan. Deswegen gucken wir, dass wir den schnell ausschalten. So. Und wir sind wieder gefiert. Das können wir allerdings leicht lösen. Ah, ein Säurepfeil. Ich bin zu allem bereit. Hier frisst noch eine Farbkugel. Ja. Alle tot und den Typ, den sie überfallen haben, bittet uns um Hilfe. Hilfe, helft mir bitte. Wer seid ihr? Was ist passiert? Mein Name ist Redfield und ich wurde vergiftet. Ich bitte euch, bringt mich zu Freunden. Es ist ein Gebäude nicht weit von dir. Bitte, ich flehe euch an. Ich werde einfach versuchen, mich mit Magie zu heilen. Wo ist das genau? Es ist ein großes Gebäude, ein großes oranges Gebäude im Südwesten des Hafenviertels. Die Tür wird von einem Mann namens Hylock bewacht. Bitte bringt mich zu ihm. Ich kann versuchen, euch auf magischem Weg zu heilen, wenn ihr wollt. Das bringt nichts, fürchte ich. Ich habe bereits versucht, das Gift zu neutralisieren. Ich weiß nicht, was man mir angetan hat. Bitte, ich muss zu meinen Freunden. Nun gut, ich werde euch dorthin bringen. Danke, ich kann nicht mehr... Ich habe nicht mehr lange zu leben. Ihr müsst mich rasch dorthin bringen. Bringt mich zu Hylock. Vergiftend und sterben. Diese Tragödie drückt in meinem Kopf. Wir müssen uns beeilen und diesen Mann in einen sicheren Hafen bringen, Talisa. Ja, wir haben einen Gegenstand gewonnen. Und so wie es aussieht, haben wir durch die Magier gar keine Erfahrungspunkte gekriegt, hä?
Hier greift Schläger an. Schläger stirbt, aber keine Erfahrungspunkte, so wie es aussieht. Fragt, wenn es das ist, was ihr wollt. Euer Wunsch ist mein so. Dann gucken wir erstmal, was ihr so dabei habt. Oh ja, das ist wieder was für Airy. Oh, das sind wieder eine Menge Heiltränke. Ein Schnelligkeitsöl. Trank der Einsicht erhöht. Weisheit. Ja. Abwehrtrank. Wäre eigentlich was für sie. Dolch plus 1, Dolch plus 1. Heizkette, das ist ein Trank der Schöpferkraft. Ja. Und da haben wir Renfields Leiche. Das heißt, wir können uns ein bisschen Zeit lassen, ihn wegzuschaffen. Außer er fängt irgendwann an zu muffeln. Ich war keine große Herausforderung. Und ja, das sollte sich Airy ansehen. Ich heiße jeden neuen Morgen willkommen. Einige haben nicht so viel Glück. Wo ist jetzt die Hast? Ich werde es tun. Ernsthaft, wo ist der Hastzauber hin? Ach, hier. Das ist wieder dritter Grad. Was schmeiße ich diesmal raus, um Hast lernen zu können? Wahrscheinlich wirklich das Standard-Magie-Bannen. Weil das könnte sie theoretisch auch als Priesterzauber hier irgendwo lernen. Genau hier. Aber das kann Talisa bereits zweimal. Gut, weil Hast finde ich immer nicht schlecht zu haben. Auch wenn sie es jetzt wahrscheinlich noch nicht lernen wird. Braucht ihr etwas? Gut. Ja, Stärke konnten wir nicht kopieren. Den haben wir bereits. Den brauche ich auch nicht probieren. Den haben wir auch. Den brauchen wir nicht unbedingt. Und Beruhiger des Ghouls konnten wir übertragen, mal zur Abwechslung. Gut. Ja, nun gut. Das heißt, wir haben es. Oh, Gruppe hat eine Erfahrung gewonnen. Durchs Eintragen von Zaubern. Weit haben wir es von der Stadt aber nicht weggeschafft. Gerade mal 4 Stunden. Also ja, dann gehen wir jetzt mal. Hierhin zurück. Wir haben immer noch den 6. Tag. Die 23. Stunde. Wir brauchen jetzt noch 16 Stunden. Entweder schlafen wir jetzt zweimal im Gasthaus durch, bis es 15 Uhr mittags ist. Bevor wir uns mit Keldon treffen können. Weil ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, wie wir die Zeit am besten nutzen könnten. Falscher Ort. Erzählt mir keine große Herausforderung. Ja,
Ja, ich wusste natürlich da selber, dass das jetzt passiert, die Begegnung. Ich hatte nur nicht mehr im, nicht mehr im Gedächtnis, dass es nur 4 Stunden weit weg ist. Ich hatte auf 6 oder so gehofft. Gab's hier noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. So, rasten wir.